Yeah, Bill. The teams we play against on weekend are Kaufbeuren and Weiss as Massa. So please tell us first who will be playing, able to play the weekend for Dresden. Will there be some players from Berlin join the team? Unfortunately, Kai Wiesmann will not be with us. He'll be playing in Berlin. They had an injury to one of their defensemen in Mannheim. So basically, we'll have a full lineup. It's just that Kai will be missing, and the starting goaltending against Kaufbeuren will be Marvin. And on Sunday, we'll put Brett in the net and go from there. You know, we want to make sure that everybody feels comfortable, and making by doing that, playing the two goalies, we're not sitting someone too long. Marvin played last Sunday in Heilbronn. I thought he got better as the game went along, so that's why we're putting him in the position to have a solid game for us tomorrow. Ja, also Kai Wiesmann wird leider nicht dabei sein. Es gab beim Spiel von Berlin in Mannheim bekanntlich eine Verletzung bei den Verteidigern. Deshalb wird Kai in Berlin zum Einsatz kommen. Ansonsten sind soweit alle fit, werden alle spielen. Auf der Position der Torhüter wird es so sein, dass Marvin am Freitag spielen wird gegen Kaufbeuren und Brett Jäger dann am Sonntag im Weißwasser im Tor stehen wird. Es geht ihm einfach darum, dass die Spieler, also besonders die Torhüter, nicht zu lange auf der Bank sitzen, dass einfach jeder auch seine Spielzeit bekommt und jeder die Möglichkeit hat, zu überzeugen. Ja, Weißwasser in Kaufbeuren. So you said your focus is not on the teams we play against, it is on the own team. How prepared is your team for the teams we meet? Well, I think we're... Our pace is pretty good. Our fitness level is growing as we, you know, I've been here 2 weeks now, and you know we're getting everybody to play the team game, which is, that's the only way you can be successful. And it's been fun watching these guys actually have some fun and grow as a team. And I'm looking forward to this weekend. It's a good test. I mean, you have the game on Sunday. Obviously, it's a derby. But first and foremost, we're concentrating on tomorrow, because 3 points at this point in time for us would be great. But our biggest goal is we want to get points in every game, and we want to make sure that we give ourselves a chance to win every game. Ja, also er sagt natürlich erstmal mit Bezug auf Weißwasser, das ist natürlich ein Derby am Sonntag, deshalb ja ganz wichtig, aber am wichtigsten ist es für ihn einfach zu sehen, auch, dass die Mannschaft jedes Spiel gewinnen will. 3 Punkte sind natürlich am Ende immer schön, aber es geht ihm einfach um die Entwicklung der Mannschaft, zu sehen, dass das Team tatsächlich auch mal einen Schritt nach vorn macht. Er hat gesagt, er ist sehr zufrieden mit dem Fitnesslevel, was die Mannschaft jetzt hat, mit der Schnelligkeit, die das Team aufs Eis bringt und die Fortschritte, die jetzt in den letzten 2 Wochen gemacht werden konnten. Und für ihn geht es aber, Stand heute, am Donnerstag, also erst einmal darum zu schauen, der Fokus ist tatsächlich auf dem Kaufbeuren-Spiel, das ist ihm wichtig, und dann erst der nächste Schritt zum Sonntag. Good luck for the weekend. Thank you. Peter, am Wochenende geht es gegen Kaufbeuren und gegen Weißwasser. Welchen Eindruck hast du von den beiden Mannschaften? Wie vorbereitet fühlt ihr euch für das Wochenende? Dann gegen Kaufbeuren haben wir 2-mal schon gespielt und leider noch keinen Sieg in 60 Minuten gehabt. Und wir müssen jetzt so Gas geben und alle Kräfte wiederholen und endlich schauen, dass wir dann auch Kaufbeuren schlagen. Gegen Weißwasser wird das natürlich Derby, das kommt immer, die Halle wird laut, jeder will klar den Sieg sehen, wir auch. Dann wir müssen so richtig Gas geben, weil da wird das so richtig heiß, das ist jedes Spiel gegen Weißwasser. Aber wir wollen auch dort punkten, weil auswärts haben wir gerade nicht die beste Form gehabt jetzt. Die Trainingswoche unter Will Stewart nimmt ihren Lauf. Wie sehr anstrengend war sie diese Woche? Wie intensiv war sie diese Woche? Habt ihr wieder neue Elemente eingeführt? Oder blick mal zurück auf die letzten Tage. Ja, haben wir ein bisschen Änderungen gehabt. Und natürlich war das wieder sehr anstrengend. Das war schon am Anfang angesagt, dass das wird jetzt so mehr anstrengend als vorher. Ja, aber das gehört auch dazu, und wir haben es genommen und wir versuchen unser Bestes, dass wir das nachher in die Spieler zeigen. Was sind deiner Meinung nach die größten Änderungen in letzter Zeit, auch vom Spielsystem her? Was ist für dich persönlich vielleicht der größte Unterschied? Ja, dann im System ist fast alles geändert, da ist nicht Stein auf Stein liegen geblieben. Wir laufen jetzt so mehr, attackieren wir jetzt auch so fast mit 2-3 Mann ab und zu.
Das ist der größte Unterschied. Wir sind so jetzt ein bisschen mehr kompakter zusammen in dem ganzen Spiel. Und das würde ich sagen, das sind die größten Unterschiede derzeit jetzt. Wenn es mit dem Sieg in der regulären Spielzeit nicht klappt, dann warst du zuletzt als Penaltykönig immer der, der dann meistens zumindest den entscheidenden Penalty verwandeln konnte. Siehst du dich auch so in der Rolle, dass du der Verantwortliche bist, der für die Penaltys die 100%-Quote einfahren will? Oder wie siehst du deine Rolle darauf? Ja, natürlich, ich würde jede Penalty treffen, aber das wollen die anderen auch. Das bei mir hat das jetzt ein bisschen geklappt. Das war auch ein bisschen Glückssache, würde ich sagen. Bist du beim Penalty immer relativ entspannt oder wie gehst du ran an die Geschichte? Ich bin vor dem Penalty bin ich entspannt. Ich will keinen Druck auf mich so selbst bauen. Und deswegen hat das vielleicht geklappt auch. Dann hoffen wir zwar, dass es nicht in der notwendig wird überhaupt, ins Penaltyschießen zu gehen am Wochenende, aber wenn, dann wünschen wir dir beim Penaltyschießen und generell natürlich viel Erfolg. Dankeschön.